Ja, hallihallo, ich bin der GameTimmin und begrüße euch auf Cloudplay und zu einem weiteren Analysevideo. Rennspiele sind saubeliebt und das nicht nur bei uns in der Community. Auch im Game Pass sind die sehr beliebt. So wird es also einige geben, die auch Rennspiele über die xCloud spielen. Und da ist die Frage, lässt sich das überhaupt gut spielen in der xCloud? Und genau das versuche ich mit dem Video herauszufinden. Alle Rennspiele können wir natürlich nicht testen, aber mit Grid Legends hat der Game Pass einen doch recht aktuellen Titel im Programm, der mit vielen verschiedenen Wetterbedingungen, Tag-Nacht-Wechseln, vielen Spiegelungen, aktueller Technik und so weiter eigentlich ideal ist. Und deswegen habe ich mir das Spiel geschnappt, verschiedene Szenen zusammengestellt und die Framerate analysiert. Aber genug geredet, schauen wir uns das einfach mal an. Die ersten Szenen, die wir haben, sind die einfachen. Die sind nämlich am Tag. Da muss ich sagen, schlägt sich, egal ob Innen- oder Außenansicht, Grid Legends in der xCloud ganz gut. Bis auf ein paar kleine Ausreißer bleibt die Framerate eigentlich bei konstanten 60. Das lässt sich ganz gut spielen und sieht dabei eigentlich auch nicht schlecht aus. In der Nacht aber sieht die ganze Geschichte schon wieder ein bisschen anders aus, wo die Framerate sich noch einigermaßen hält, wenn nicht viel los ist und wenn es nicht regnet, wie bei dem LKW-Rennen hier, bricht die Framerate von 60 auf 40 FPS in auch längerer Zeit ein, wenn es starken Regen gibt und viele Spiegelungen und natürlich einiges los ist auf der Straße. Das Ganze ist auch leicht spürbar, auch wenn es sich trotzdem ganz gut spielen lässt. Die Bildqualität ist durchwachsen, muss ich sagen. Man hat schon durchaus immer mal ein, zwei Artefakte drin, wenn man starken Regen hat. Allerdings hauptsächlich, wenn man in der Cockpit-Ansicht ist. Das ist aber ein bisschen schwierig, muss man sagen. Denn da ist auch auf den Konsolen und sowas echt schwierig zu sehen. Da jeder einzelne Tropfen und sowas, da weiß man manchmal nicht, ob das der Regentropfen oder ein Artefakt ist. Das Ganze darf man also nicht überbewerten. Tja, wie schlägt sich Grid jetzt nun auf der xCloud? Im Großen und Ganzen eigentlich okay. Ja, wir haben jetzt keine Qualität der Series X oder eines GeForce Now oder Shadow PC, okay, aber es bleibt immer gut spielbar und es ist durchaus eine Alternative, wenn man nicht einen extra Dienst benutzen möchte oder stationäre Hardware. Das soll es vom Test gewesen sein. Wie sind denn eure Erfahrungen mit der xCloud und Rennspielen? Schreibt es mal in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Das wird uns auf jeden Fall sehr freuen. Bis denne, euer GameDemon. Tschüss.